Und heute starten wir direkt im Menü. Ich will die Musik nochmal hören, wirklich. Moment, wir hören uns jetzt die Musik an und dann geht's direkt weiter. Oh, ich liebe diese Musik so hart. Dun, 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 dun. So schön. So schön. Okay, gut, das hat mich jetzt ein bisschen befriedigt und zwar nicht nur untenrum, sondern auch obenrum. Ja, jedenfalls, hallo und willkommen zurück, ja, zum nächsten Part von Let's Play Nummer 3 und zwar von Risen. Also Let's Play Risen 3, ja, Part, pff, keine Ahnung, 16, 17, 18, 19, 20, ich weiß nicht, irgendwie 16, 17 oder sowas. Und, wir sind in, Moment, wie heißt denn die Stadt hier nochmal? Irgendwas mit Sand, Sang, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt. Aber dort ist ja wieder das X, da müssen wir hin. Und zuerst gehen wir aber in die Stadt. Ich glaube, das wird die heutige Folge ziemlich gut einnehmen. Erstmal die Stadt ein bisschen erkunden, ja? Was da so los ist, was mit der Inquisition los ist und was genau du willst. Waffe weg! Tut mir leid. Kluge Entscheidung. Echt? Egal. So, wir saven mal ganz kurz gleich zum Anfang. Und ja, ich heiße euch willkommen zurück zum Let's Play von Risen Mann, 3. Hier herrscht vielleicht eine Galgenstimmung. Genau richtig für jemanden wie mich. Okay. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück, ne? Ihr wisst ja. Und wir werden nur so als Information für euch das Let's Play Risen 3, weil mittlerweile dürften ja die dürfte ja das Infovideo schon online sein. Also das auf jeden Fall. Oh. Hat jemand gesehen? Nö, ja, niemand gesehen. Na gut. Dann 5 Apfel, Fussel, Brot. Gut. Und zwar werden wir das Let's Play von Risen 3 einfach ganz normal weiterführen. Für alle Leute, die das Infovideo nicht gesehen haben, da sage ich es auch nochmal. Also, ich habe es schon gesagt, wenn ihr das Video hier seht. Aber ich muss es erst noch aufnehmen. Und zwar, ja, habe ich ja gesagt, das ist ja Risen 3 jetzt nicht das, also es ist aktuell meiner Meinung nach kein schlechtes Spiel, ja, ich spiele es gern, sonst würde ich es ja nicht spielen, aber, hier war doch mal die Zuckerrohrplantage, ne? Da unten. Oh, wie das aussieht. Das ist natürlich hart, aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Jedenfalls, das Let's Play Risen 3 wird einfach weitergeführt, so lange wie ich Bock habe. Und sagen, wie ihm halt eben das Spiel Spaß macht. Ja, und wenn das mir mal keinen Spaß mehr macht, dann wird es halt eben nicht mehr weitergeführt. Aber das will ich ja im Video nochmal extra sagen und so weiter. Also ich höre nicht einfach nur so auf. Das wollte ich auch noch kurz dazu sagen. Ja, also das ist nur eine kleine Information für euch. Denn, ja, so, jetzt warte mal ganz kurz. Rechte Hand, linke Hand. Wir haben hier einmal die Flinte. 40 Schaden. Wir machen hier 5 bis 50. Oh, das ist jetzt echt doof. Und die macht aber dauerhaft 40, ne? Die macht Reichweite 25, oh, Reichweite 20, das ist natürlich schon mal geil. Fähigkeit Musketen, beeinflusst Trefferchance. Fähigkeit Schrotflinte. Ich will die mal ganz kurz ausrüsten. Und mal ganz kurz zücken und zielen. Ah, so ein Ding ist das. Ich glaube, wir benutzen die mal. Wir gucken mal, wie wir mit der umgehen können. Und schauen mal, weil die nimmt ja auch, benutzt ja auch Kugeln. Ja, wir haben ja ein paar davon. Und das ist eine Nachtwache, hallo Nachtwache. Wir haben gegen die Schatten gekämpft, aber es kommen immer mehr. Danke für die Information. Hab ich ja Warum bist du hier? Ja, warum bist du hier? Das ist eher die andere Frage, oder? Nee, eigentlich nicht. So, ich glaube, da sind irgendwo wichtige Leute. Ich gehe mal kurz hier hin, wo vielleicht keine wichtigen Leute sind. Oh, das ist Rodriguez. Sieht aus wie ein Schmied. Das ist eine Truhe. Ich glaube, ich sollte die nicht öffnen. F5. Kaputtes Schwert, okay. Nee, juck dich nicht. Na gut, das ist natürlich auch nicht schlecht. So, oh, was haben wir denn hier? Eine wunderschöne Heilpflanze, wollte ich gerade sagen. Hier Heilkraut. Aber das ist ein Goldklee. Okay. So, hier haben wir noch ein bisschen, ja, rumgedönst. Aber das kennt man ja aus Risen 2 schon. Hallo, Joes. Oh, du siehst cool aus. Nee, keine Ahnung. Was? 120 brauche ich dafür. Ich habe 30. Oder? Ja, warum steht da 15? Moment, wir gehen mal erst nochmal hier in C. Denn wir können ja ein bisschen was skillen auch, ne? Ich
mach mal das hier noch ein bisschen weiter hoch. Wie weit können wir das denn machen? Das ist zu hoch, ne? Wir machen mal noch ein bisschen was auf Fernkampf. Oh! Ich würde sagen, wir machen das einfach auf Fernkampf, weil wir machen ja gerade wirklich only Fernkampf. Oder komm, wir machen das mal so ganz kurz. Weil wir ja auch Magie skillen wollen im Endeffekt. Das skillen wir schon mal ein bisschen was auf Magie. Magie ist ja Voodoo-Kristall und Runen-Magie. Und Kristall-Magie ist nachher das, was uns wichtig ist. Und ich denke mal, wir werden jemand sein, der mit diesem Viecher kämpft und mit Magie. Wir werden only Fernkämpfer sein, denke ich. Aber wenn es mal drauf ankommt und ich irgendwie, keine Ahnung, naja, switchen will, dann mache ich wahrscheinlich zwischen Schrotflinten, Musketen und sowas. Und zwischen Kristallmagie, denke ich mal. Weil, na, ihr wisst, was ich meine. So, mit wem reden wir als erstes? Wir reden mal kurz mit dem Schmied. Was hat er? Vielleicht hat er irgendwas richtig Geiles dabei. Hey du! Du kommst doch von draußen, oder? Wie ist die Lage dort? Düster. Verdammter Mist. Was stimmt nicht? Das ist doch gut bewacht hier. Ist doch gut bewacht hier. Bewacht? Überwacht meinst du wohl? Hör mal, ich probiere seit Tagen hier rauszukommen. Aber wenn man ohne Erlaubnis abhaut, wird man getötet. Das ist natürlich doof. Was kannst du von dir lernen? Was kannst du verkaufen? Ich dachte, das sind bessere Tage. Du hast deine Erlaubnis erwähnt. Du hast deine Erlaubnis erwähnt. Ein Versetzungsschreiben. Sebastiano könnte noch eins in seinem Büro haben. Nicht für mich, aber für einen Soldaten, der bei dem Vorstoß in die dunkle Höhle verreckt ist. Was würdest du mir denn geben, wenn ich dir das Schreiben besorge? Dir geben? Na, alles, was ich habe. Sehr gut. Ich besorge dir das Versetzungsschreiben. Tatsächlich? Dann sei aber bloß vorsichtig, hörst du? Lass dich nicht erwischen. Doch, genau, das hatte ich vor. Ich hatte mir gedacht, hey Max, wir gehen jetzt da rein und das ist einfach mal direkt erwischen, oder? Das ist doch eine gute Idee. Was kann ich von dir lernen? Du hast auch schon bessere Tage. Ich schätze, du hattest schon bessere Tage. Das kannst du laut sagen. Diese Insel ist das reinste Pulverfass. Auf der einen Seite steht Sebastiano und auf der anderen die Schattenviecher. Und beide sind mordsgefährlich. Ich würde so lachen, also nicht so laut, aber ich würde es echt verdammt geil finden. Als er gesagt hat, das kannst du laut sagen. Und dann einfach ein bisschen Fun, weißt du, wenn der Held, der sagt einfach laut. Und Leute gucken so, weißt du, so irgendwie so verwirrt, so ein bisschen Witze mit reingebracht und so. Aber da ist der nicht der Typ dafür, ich glaube. Also unser Held ist nicht so der wirklich humorvolle, witzigere Typ. Also der ist eher so, ja, man kann ja mal ein Späßchen machen, so, vielleicht in Fällen 1 von 50 und dann halt doch nicht. Was weißt du über die Schattenwesen? Nicht viel. Nur, dass sie jeden töten, der ihnen im Weg steht. Und dass sie aus einer dunklen Höhle im Inland kommen. Verdammte Schatten. Das war hier alles mal wunderschönes, belebtes Land. Und jetzt das. Wir sind sowieso bald alle tot, wenn nicht bald etwas geschieht. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Ach, halb so wild. Was ist mit Sebastiano? Erstmal kurz das hier. Was kannst du verkaufen? So, stoßen den Ding Flint. So, weil wir müssen uns eigentlich nur umgucken um sowas hier. Oh, Ring des Schützen. Schrotflinte und Musketen. Aber wir haben Silberzunge und Einschüch. Bolzen. Hä, Bolzen? Kugeln sollten wir uns kaufen, welche. Das können wir gleich mal machen. Quatsch, Schrot. Kugel. Kugeln müssen wir uns kaufen. Ganz Schrot. Moment mal ganz kurz. Ja, wir benutzen jetzt für beides Kugeln. Was kannst du verkaufen, mein Freund? So. Flinte, die haben wir gerade. Oh, die würde 45. Oh. Wollen wir uns die gönnen? Ich würde ja eigentlich sagen, ups, er hat schon gegönnt. So, und dazu brauchen wir noch ein paar Kugeln. Und zwar, ja, 100, komm. Gib ihm und einfach mal 100 Schrot. Weil wir haben ja auch noch Sachen, also noch schrotige Sachen. So, und was wir aber noch machen, ist verkaufen. Und zwar unsere Flinte. Dann verkaufen wir diese Doppelbüchse, weil die brauchen wir auch nicht mehr. Und die Kampfbüchse auch. Die Schrotpistole. Die behalten wir mal. Oder? Weiß ich nicht. Im Endeffekt ist eigentlich die hier besser. Weil die ja dauerhaft, wenn sie trifft, 40 Schaden macht. Und die hier macht aber immer Schaden und... Ach so, ich glaube, die macht immer Schaden. Aber macht halt dafür nicht immer 40 Damage. Ich glaube, das ist... Nein, scheiße, ich will die hier verkaufen. Ah,
Kaufen. Shit, jetzt haben wir Pistole, Schrotpistole, die behalten wir. So. Verkaufen können wir an sich noch das hier und das hier, weil ich will nicht mit sowas kämpfen. Und was können wir noch verkaufen? Erstmal nichts anderes, oder? Perlen können wir verkaufen. Die brauchen wir nicht mehr, genauso wie 25 Pokale. Ne, Quatsch, 2 Pokale waren das. Und die Golderz behalten. Oh, Alter, das ist immer so. Warum? Oh Mann, das ist so eine Sache zum Beispiel, die mich jetzt gerade wieder ankotzt. Warum ist das Verkaufen und Kaufen so. Ich finde das so umständlich gemacht. Weißt du, bei Risen 1 einfach bestes Beispiel. Das ist einfach eine Leiste und eine andere Leiste, wo dein Zeug drin war. Ja, mehr nicht. Das war einfach so gut. Aber nein, hier muss es natürlich wieder richtig behindert sein. So, goldener Pokal, alles mal verkaufen, das brauchen wir alles ja nicht mehr. Knochen behalte ich mal. Vielleicht brauchen wir den noch. Tatze, oder? Daran ist, das behalten wir alles hier. Zucker. Oh, wir wollten Band 4 noch lesen, ne? Oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Schaufel. Davon reicht es, wenn wir eine haben. Bin ich der Meinung. Genauso wie Spitzhacke. Und Dietrich, ne, die behalte ich auch mal. Schädel, Gabel. Oh, 17 Gabeln. Weg damit. 22 Krüge. Weg damit. 10 Löffel. Weg damit. 13 Messer. Weg damit. So, Besen reicht das irgendwie. Haben wir jetzt alle Besen verkauft. Boah, Alter, was ist los mit dem Game? Ach nee, Quatsch, wir hatten ja nur einen Besen. Ups, sorry, tut mir leid. Ich will den Besen wieder haben. Also ich würde sagen, Handel akzeptieren. Und jetzt mal ganz kurz ausrüsten. Rechte Hand, Cock. So, ja. Linke Hand, Cockiger Cock. Kopf haben wir nichts, okay. Alter, Button-Dinge. Ich glaube, gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall richtig uns geil ausgerüstet. Denn ich glaube, bis wir Magier werden, dauert das für die noch ein kleines bisschen. Und bis dahin brauchen wir das Anständiges zu kämpfen. So, warte mal, ganz kurz nochmal gucken. Wir haben jetzt 35 von 120, okay. Joes. Hey, was willst du hier? Raus aus meiner Küche! Wenn du mich voll quatschst, brenn mir nur die Kartoffeln an! Oh, das hat sich gerade erledigt. Was wolltest du? Du bist krank. Du bist Koch? Ich bin bestimmt kein Koch, verdammte Kacke! Was machst du denn hier in der Küche? Kochen. Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die feinen Herren ihr Essen und Trinken bekommen. Ich hab mich wohl nicht besonders schlau angestellt, als entschieden wurde, wer der neue Koch ist. Soll sich bloß keiner beschweren, dass mein Essen nicht schmeckt. Ich streck die Pampe schon mit allem, was ich finden kann, damit es für jeden reicht. Keine Ahnung, wie Osorio das damals hingekriegt hat. Ja, okay, das interessiert mich ehrlich gesagt echt nicht, was mit deinem Essen ist. Viel mehr interessiert mich, was hier los ist mit dem Schiff zum Beispiel. Nee, eigentlich das auch nicht so. Oh, guck mal, da ist ein Teleportstein. Erstmal activaten. Teleportstein einsetzen. So, jetzt geht er wieder weg. Komm, Sequenz vorbei, reicht. Ende, genug. So, danke. So, und zwar sprinten wir ganz kurz mal darüber, denn ich möchte wissen, wer die ist los auf dem Schiff da vorne. Können wir zu dem Schiff da vorne gehen? Weil das Schiff dürfte fucking tief sein und hier ist einfach der Strand, das niemals. Egal. Na gut, dann scheißen wir auf das Schiff. Gut, dann gehen wir mal in Richtung Haupthütte, denn da waren wir noch nicht und dort werden wir dann noch weiter quatschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, was den Paran betrifft. Und, hör auf zu atmen. Wer seid ihr denn? Soldat und Soldat. Na gut, ihr seid auch nicht wichtig. Ratte. Komm, wir laufen einmal ringsrum. Vielleicht hat es da irgendwas Interessantes. Vielleicht eine Kiste oder sowas. Irgendwas, was vielleicht cool ist. Wie zum Beispiel ein Truthahn. Nee, Quatsch, was haben wir da hinten? Oh, da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir echt noch nicht hin. Was haben wir hier hinten? Oh, eine Liane. Die wollen wir gleich mal hochklettern. Und Bones. Also, da steht nichts drin. Richtig cool. So. Oh, ein Runenstein. Schockwelle! Oh ja. So. Das wird öfters zu mir gesagt. Mann, war das eine Schockwelle schon wieder. Nee, egal. So, Gold. Oh, ein Entermesser. Oh, ein Entermesser. Mit dem können wir Dinge anstellen, die ja ich gar nicht ausmalen wollte. Nee, Quatsch, warum rede ich so behindert? Ich weiß nicht. Oh, warum sterbe ich dann fast? Ich weiß auch nicht. So, wer bist du denn? Du siehst interessant aus. Soldat, natürlich. Ansonsten... Ich kann Langfinger nicht ausstehen, ja, verstanden? Ich kann Kurzfinger nicht ausstehen. So, so, dann rennen wir ganz kurz nach vorne. Meine Eltern sind gerade gegangen. Die haben sich gerade 5-mal verabschiedet. Ja, ich 2-mal. Und so, ich habe genickt immer nur, weil ich bin gerade am Aufnehmen, weil sie sich bemerkt haben. Ja, es ist ja... So, wer bist du denn? Halt!
Kommandant Sebastiano will nicht gestört werden. Was ist hier eigentlich los? Takarigua wurde von Schattenwesen heimgesucht. Eine Totenkopfhöhle ist aus dem Boden gebrochen. Da sind sie rausgekommen. Das Piratennest im Osten der Insel wurde als erstes zerstört. Und wäre Kommandant Sebastiano uns nicht zu Hilfe geeilt, wären wir vermutlich schon tot. Unter seiner Führung sind wir bis ins Innere der Höhle vorgedrungen, aber... Aber was? Der Kommandant hat den Rückzug befohlen. Die Leute wurden evakuiert und der neue Befehl lautet, Puerto Sacarico verteidigen. Das ist doch nicht alles. Nicht ganz. Der Wächter Horas, unser Gefangener, ist abgehauen. Wenn du irgendwas über ihn weißt, dann musst du es unverzüglich melden. Sonst noch was? Der Gouverneur Di Fuego ist weg. Außerdem sind ein paar Leute desertiert. Und ihr habt noch alles im Griff? Ich sagte doch, wir haben Schwierigkeiten. Eine Sache noch. Dieser Wächter Horas, den ihr sucht. Ja? Was weißt du über ihn? Er ist einer von denen, die sich den Magiern angeschlossen haben. Sie nennen sich selbst die Wächter. Warum habt ihr ihn eingesperrt? Das fragst du den Kommandanten am besten selbst. Aber das spielt auch keine Rolle mehr. Er ist weg. Wo mag er wohl sein? Wir haben zwar Leute da draußen, aber bisher keine Spur von ihm gefunden. Um ehrlich zu sein, es würde mich nicht wundern, wenn er irgendwo in der Nähe ist. Ich dachte, ich darf nicht mit dem Kommandanten reden. Ja, nee, das können wir später machen. Lass mich mit Sebastiano sprechen. Ich sagte doch, der Kommandant will nicht gestört werden. Mach dir keinen Ärger. Wir haben schon genug Schwierigkeiten. Aber es ist wichtig. Meinst du, ja? Und was ist so wichtig, dass ich dich vorbeilassen muss? Das werde ich ihm schon sagen. Ja, aber erst wirst du es mir sagen. Also, was gibt's? Ich kämpfe gegen die Schatten und brauche eure Unterstützung. Ich habe Gouverneur Di Fuegos Leiche gefunden. Suche einen Mythenstein. Ich lasse mir was einfallen. Ich habe Gouverneur Di Fuegos Leiche gefunden. Der Gouverneur ist tot? Was weißt du darüber? Es gab einen Streit zwischen ihm und Sebastiano. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit den Wachen. Na schön, du kannst rein. Aber sei vorsichtig, der Kommandant ist, er war schon mal besser drauf. Also leg dich nicht mit ihm an. Naja. Das werde ich tun, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Glaub mir, das werde ich was von tun. So, warum gehst du dran? Bleib doch mal da draußen stehen, dann könnte ich mich ein bisschen umgucken. Nö, juckt den nicht, ne? Muss dahin gehen, wo ich auch hingehe. Ja komm, stell dich doch mal dahin und beobachte das Haus. Klar, mach da durch. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Naja, ist schon okay. Fick dich einfach. Dann geh ich mal hoch zu... Ja, du bist nur hier. Was? Ich... Du! Du gehörst doch auch zu den Piraten! Hör zu, ich... Erzähl mir nichts! Du bist doch einer von denen! Das merk ich doch! Was willst du hier? Willst du uns ausspionieren? Jetzt halt mal bloß die Füße still. Jetzt halt mal die Füße still. So sprichst du mit einem Kommandanten der Inquisition? So jemand wie du hätte es nie in unserer Reihen geschafft. Ja, na klar. Genug davon. Ich bin von Feinden umgeben. Da brauche ich nicht noch einen weiteren. Und wenn sie schon meine eigenen Leute gegen mich wenden, wem kann ich überhaupt noch trauen? Tja, sieht ein bisschen doof aus. Moment mal ganz kurz, F5. Du bist also der Statthalter dieser Insel, ja? Nein. Normalerweise ist Gouverneur Di Fuego der Statthalter hier. Doch der Feigling ist einfach abgehauen. So, so. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Kerl. Er ist es nicht wert. Er ist tot. Jetzt habe ich das Kommando übernommen. Und das ist alles, was du wissen musst. Klar? Da wäre noch was. Ich habe Gouverneur Di Fuego gefunden. Und? Wo steckt dieser Fette? Der Gouverneur? Er ist tot. Er ist nicht der Erste, der von den Schatten geholt wurde. Ich glaube nicht, dass es die Schattenwesen waren. Wie kommst du darauf? Die abgebrochene Spitze eines Schwertes steckte in seinem Körper. So?
Nun, ein Schwert ist ein Schwert. Du verschwendest nur deine Zeit. Es ist dein Schwert, mit dem Gouverneur Di Fuego umgebracht wurde. Diese Klinge habe ich schon vermisst. Willst du damit sagen, jemand hat dein Schwert gefunden und damit Di Fuego umgebracht? Ich sage, es spielt gar keine Rolle, was mit Di Fuego passiert ist. Er ist tot. Dabei solltest du es belassen. Was weißt du über einen Monolithenstein, der hier irgendwo sein soll? Was sagst du? Ein Stein? Ich interessiere mich nicht für Steine. Das ist eher was für die Magier und ihr Wächterpack. Na gut, aber ich will ihm nicht helfen. Ich habe nur meinen scheiß Stein. Oh. Sebastian, guck mal darüber. Nee, guck mal einfach in die Richtung. Da wurde auch. Warte. Wir gehen mal. Das ist jetzt dein Ernst. Du läufst mir jetzt hinterher. Du läufst mir jetzt hinter. 5. Wir müssen wahrscheinlich eh gleich neu laden. Aber, das ist mir egal. Wir wissen, was da drin ist. So, was ist denn da so wunderschönes drin? Kristallanhänger, Sebastianus Hinrichtung. Oh, da war das große Papageienflug. Du wagst es hier zu stehen. Ich bin wahrscheinlich eh gleich tot. Deswegen gehe ich mal ganz kurz weg hier. Oh, ich kann sogar Damage machen. Das habe ich jetzt ja mal echt nicht gedacht. Ja, ich bin down. Ja, das war ja auch klar. Okay, nee, ich wollte eigentlich nur ganz kurz testen, ob ich das denn machen kann. Oder ob ich sofort in den Arsch gebumst werde. Aber, nichtsdestotrotz werde ich trotzdem die Opfer verwenden und sogar genau ich jetzt. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Steck ja nichts rein. Das würde mich interessieren, wenn ich ehrlich bin. Egal, wir lassen das trotzdem alles hier liegen. Wir kümmern uns auch später darum, dass der Kerl hier die Stadt verlassen kann. Und wir gehen jetzt erstmal hier in den wunderschönen Eingangsbereich. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, ja. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Sei es eine positive, wenn er gefallen hat. Und wenn nicht, dann eine negative, dann ist ja ganz klar. Und ja. Dann bis dahin, bis zum nächsten Part, bis morgen in dem Fall. 19 Uhr, schaltet wieder ein. Bis dann, haut rein und tschüss.